In der großen Freiheit spielt heute Abend Leslie Clio. Und das muss für dich doch was Tolles sein, als Hamburger Mädchen wirklich in der großen Freiheit zu spielen. Oder ist das ein Laden, den du in- und auswendig kennst? Von vorne kenne ich ihn ganz gut, von hinten noch nicht so gut. Ja, aber ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, auf jeden Fall. Du bist wirklich hier aufgewachsen. Geht man, wenn man in Hamburg lebt, abends auf die Reeperbahn am Wochenende oder ist das eher wirklich nur für die Touris? Ich habe tatsächlich am Hans-Albers-Platz zu Gesangsausbildungszeiten gewohnt. Schon immer in der Nähe vom Kiez, muss man sagen. Und jetzt das Reeperbahn-Festival, du hast ja auch schon mal vorher gespielt. Welche Bedeutung hat das für dich? Also jetzt natürlich als Künstlerin, aber auch, weil es nun mal in deiner Heimatstadt stattfindet. Ich bin sehr stolz als Hamburgerin, ursprünglich Hamburgerin, dass wir hier so ein schönes Festival haben, was sich jährlich wiederholt. Und vor allem ja auch immer größer wird, ne? Also ich meine, mittlerweile knapp 400 Künstler oder so spielen jetzt hier an den vier Tagen. Du bist eine davon. Ist das für dich denn dann auch ein wichtiger Auftritt oder bist du eigentlich über das Stadium hinaus? Na, eigentlich ist es ja ursprünglich so ein Showcase-Festival und ein Newcomer-Festival. Und dafür finde ich es einfach eine gute Plattform, als Newcomer auf dem Reeperbahn-Festival spielen zu dürfen. Ich sehe es einfach als große Ehre, dass ich dabei sein darf, auch zu so später Stunde in der großen Freiheit. Und du hast ja dein zweites Album dabei, Eureka, wo es jetzt mehr so in Richtung Pop geht. Ne? Also, aber immer noch Soul ist in deinem Herzen. Wenn du auf der Bühne stehst und wirklich deine Songs singst, was geht da wirklich in dir vor? Auf der Bühne zu stehen und Lieder zu singen, ist das macht für mich ganz viel Sinn. Ich funktioniere auf der Bühne. Nee, das nehmen wir alles mal. Was war die Frage? Was in dir vorgeht, wenn du auf der Bühne stehst und singst? Ich fühle mich sehr wohl auf der Bühne. Es ist für mich so der Moment, wo der Kopf ausschaltet und so das Unterbewusste so rauskommen kann. Also so, wenn ich singe, dann denke ich nicht an meine Steuer oder an meine Wäsche oder an Termine morgen, sondern da ist man ganz im Jetzt. Und für mich persönlich ist das ein großes Plus. Und kannst du es dann wirklich halt auch genießen und nimmst du es wahr, was im Publikum passiert? Oder bist du dann schon so in deiner eigenen Welt? Wir sind übrigens im Innenhof, da fährt man auch ab und zu mal gern was schneller. ich kriege natürlich mit, was draußen vor sich geht, aber wenn man seinen Song singt, ist man schon auch konzentriert. Aber das ist immer so ein Wechselbad. Was wird uns denn dann heute Abend oder was dürfen wir erwarten, wenn du jetzt gleich heute Abend jetzt hier in der großen Freiheit spielst? Ist das dann so ein kurzes Best-of-Set von dir oder kriegen wir auch neue Songs zu hören? Es ist schon ein Best-of quasi. Wir spielen 55 Minuten. Manager, ja, okay. Wir spielen heute 55 Minuten und spielen so die kompakten Songs. Die kompakten Songs. Die Songs einmal komplett. Wir spielen heute 55 Minuten, ein ganz kompaktes Leslie Clio Set. Und ich freue mich sehr drauf, die Band ist dabei. Wir haben uns gut vorbereitet, wir sind sowieso gerade momentan auf Tour. Insofern sind wir eingespielt und es kann eigentlich nur super werden.